Dafür ist mir was anderes aufgefallen. Kann ich hier erstmal Fragmente frei mit irgendwem? Ja. Oh, Fragmente frei, klar, Mann. Micha. Ist das ein Frauenname? Wer weiß? Ah. Höhlen können wir so nicht betreten, die ganz am Wasser dran sind. Wenn allerdings so ein Vorsprung ist, dann schon. Da gibt es dann so ein extra, so einen Boden für so einen Pfeil. Sie passen perfekt. Ich will mir mal ein bisschen umhören, was sie so sagen. Da bist du ja wieder. Der König von Hyrule war immer so freundlich, doch jetzt brüllt er rum. Was ist denn mit ihm passiert? Oh, irgendwie freust du dich darüber, oder? Ein Prosit. Ja, komm. Vielleicht merkt es keiner, wenn ich heute Abend das gleiche koche, wie vorgestern. Oh. Faule Sau! Letizia! Jetzt, wo wir so viele verschiedene Fragmente haben, sollte es uns ein leichtes sein, endlich mal Geheimnisse zu lüften hier. Ordentlich was freischalten. Eigentlich ist es ziemlich schlau, dass ich jetzt in der Stadt was erledige. Auf diese Weise muss ich nicht doppelt laufen. Ich würde jetzt normalerweise überall gucken, wo diese Höhlen sind, bei denen ich was mit dem Maulwurfhänden machen kann. Oder Handschuhe eher. Und jetzt, wo ich aber in der Stadt schon einiges erledige, kann ich dann gleich das noch mitnehmen auf dem Weg. Haha. Da waren wir noch gar nicht, wo er jetzt was gemacht hat. Im Tyloria-Wald kann man mit einer Wandfragmente fallen. Und es gibt weitere Wände dieser Art, die man ausgraben muss, ja? Das haben wir ja schon erfahren. Beredtes Schwein. Okay. Du rennst umher, hast immer viel zu tun. Entspann dich da. Spielst du eigentlich? Versuch, oder? Arsch. Mann, ich wollte dich eigentlich umrennen. Okay. Gabi. Immerhin vereinst du mit mir Fragmente. Vereinigst? Vereinen. Au. Neben den beiden Büschen erscheint eine Truhe. Okay. Sie passen perfekt. Oder sogar der Briefträger will was. Ich verteile fleißig die Post. Ah, das ist doch ein Glücksfragment. Hoho. Endlich. Können wir hier mal alles loswerden. Oh, der Briefträger sorgt natürlich für das Briefgeheimnis. Ja, Briefgeheimnis versteht man. Lol. Ich möchte den Menschen noch nützlicher sein. Ja, ich werde Markus bitten, ein Buch zu schreiben, damit wir stärker werden und die Ungeheuer besiegen können. Ich werde noch mehr arbeiten müssen. Wilfried wird mir helfen müssen. Den Namen kennen wir noch gar nicht. Aber hier ist jetzt auch wieder eine Art Laden entstanden. Ein Service, eine Dienstleistung. Wir könnten eher auf Dienstleistung überspringen als Name. Das passt. Jetzt macht mir die Arbeit noch mehr Spaß. Ich habe viel zu tun. Ja, okay. Ja, Magnus ist, wie man sich fast denken kann, nicht auch ein Autor. Am Fluss riecht es komisch. Ich habe da rein... Nein. Finde ich, aber da ist nichts. Okay. Sehr interessant. Habt ihr da irgendwie irgendwas? Ey, mit dir haben wir schon mal Fragmente vereint, aber gerne nochmal. Mir gehen die Grünen schon fast wieder ein bisschen aus. Ich hoffe, da wollen sich noch so viele Leute was mit Grün vereinen. Wow. Also jetzt haben wir wirklich quer in der Geschichte der Welt hier irgendwelche Fragmente vereint. Beziehungsweise Sachen, die wir damit nutzen können dann. Von hier rein jetzt? Oh! Man kann jetzt hier reinlaufen. Okay, dann mache ich das mal. Hallo, willkommen in Shimarus Laden. Ich leite dies außergewöhnliche Geschäft. Soll ich dir erklären, was ich anbiete? Nun gut, um es kurz zu sagen, bei mir kannst du deinen Mut beweisen. Ich ermögliche dir im Traum gegen Monster anzutreten. Aber das ist noch nicht alles. Eigentlich ist das fast zu großzügig. Wenn du im Traum siegreich bist, gewinnst du einen Preis. Nun ja, das könnte geschehen, vielleicht. Möglicherweise im Traum. Doch sei gewarnt. Du kämpfst doch nur im Traum, aber streng dich trotzdem an. Verletzungen im Traum sind echt. Wirst du besiegt, dann wer weiß, was dann passiert. Wagst du einen Kampf für 10 Rubine? Ja klar. Nun, du willst es also wissen, dann werde ich nur beginnen. Sieh mir in die Augen, du bist müde. 1, 2, 3, der Traum wird aber 1, 2, 3 Marionette nun sein. Nein, das ist doch mit anders. Ja, tatsächlich haben wir hier jetzt die Möglichkeit, gegen so viele Gegner auf einmal zu kämpfen. Später werden hier noch stärkere Sachen sein. Das werde ich auch immer mal wieder machen, damit wir für die 100% alles sehen. Alles besiegen jetzt hier.
Alter, oh mein Gott, stimmt ja. Das waren ja solche Gegner. Wenn die mich treffen, dann verliere ich Rubine. Ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Da, dieser blaue, der blaue Fuchs, genau. Dieser gelbe Fuchs da drüben, der hat mir Rubine gestohlen gerade. Was ein Pisser, ey. Wow. Bitte noch mehr Fragmente. Oh mein Gott, ey. Hallo. Okay. Euch hau ich wieder gegeneinander hier. Und du da oben gleich noch. Hier, hier, da. Zack. Damit haben wir das. Jawohl. Ein Herzteil. Wunderbar. Wie gesagt, das können wir jetzt öfter machen. Und dann kommen da immer stärkere Gegner. Ey, klar, meine Mütze schläft wieder neben mir. Ezelo, aufwachen. Wir sind nicht gestorben im Traum. Hey. Und, hattest du einen schönen Traum? In dem du fast abgemuckst wurdest? Dann wäre ich bald wieder. Ich habe sogar Rubine verloren im Traum. Herrlich, wie deine Magie funktioniert. Was machst du hier eigentlich? Shimarus Laden ist eröffnet. Shimarus sitzt schon hinter der Theke. Nein, eigentlich steht er daneben. Er steht nicht hinter der Theke. Ja, ja, komm her. Till. Ja, mit dem Rotzfahnenkind Fragmente vereint. Das ist bestimmt voller Schnodder. Entschuldigung. Ah, oh, jetzt kommen wir gleich dahin zu der Stelle da. Mit diesem Seerosenblatt. Nochmal so einen Pfeil. Sie passen perfekt. Hier kommen wir immer noch nicht rein. Nö. Was können wir noch machen? Hier mal rein wieder. Ja, die wollen alle. Der König benimmt sich merkwürdig, aber unsere Liebe stört das nicht. Alle wollen Fragmente vereinen. Nein! So, warte. Das wollte ich. Gernhund. Wieso heißt der Gernhund? Das ist ein seltsamer Name. Oh, genau in die Ecke, die Kiste. Sehr gut. Die passen perfekt. Der Hund wollte da auch, oder? Zumindest wenn ich klein bin, wollte der. Ja. Wenn du was? Wenn du klein bist, musst du Acht geben. Nicht alle sind so nett wie ich. Manche greifen auch mal ganz plötzlich an. Jo. Oh mein Gott, ist das das erste Fragment, was ich mit einem Tier vereint habe? Das habe ich jetzt leider. Oha. Ich meine mich zu erinnern, was da drin ist. Ich will aber nichts verraten. London Farm. Ja, sie passt perfekt. Geil. Ich will erstmal wieder als Großer weitermachen. Hier, du auch nochmal. Der König soll sich verändert haben. An unserer Liebe ändert das nichts. Ja, die sind ja ein Ehepaar, die da. Oder beziehungsweise die sind Freund und Freundinnen, die beiden. Geil. Geil, wirklich. Richtig gut. Und die Katze wollte bestimmt auch was mit uns vereinen. Na komm. Ich mach mir die Mühe. Extra für die Katze. Die will jetzt nichts vereinen mehr. Dann bin ich sauer. Achso, ich muss da oben durch. Ja, komm. Hä, was? Moment, Moment. Was? Ich komme da noch gar nicht rein, oder? In das Haus. Oh, warte mal. Warte mal. Das ist für... Das nein! Och, Mann, ich bin so blöd. Ich könnte doch gleich weitermachen damit. Ich wollte gerade sagen, das bringt noch nichts mit der einen Katze, aber ich kann doch gleich hier weitermachen als Kleiner. Wenn dir... Alter, was? Was, bitte? Der Weg ist blockiert. Der Weg ist blockiert. Ich werd wahnsinnig. Oh mein Gott. Kann ich wenigstens Fragmente vereinen? Ich will wenigstens jetzt irgendeinen Nutzen haben, dass ich das jetzt gemacht habe. Wow. Da kenne ich gerade gar nicht, ey. Will einer von euch Fragmente vereinen? Irgendwas? Oder euch jetzt... Ja, ich hab's umsonst gemacht. Verdammt! So ein Scheiß! Mann! Hier kann man hoch, aber... Boah, das ist so langsam, als Kleiner sich vorne zu bewegen. Oh mein Gott, ey. Warum? Wir werden wieder groß hier. Ne, da... Scheiße. Ich hab alles versaut. Im Grunde habe ich gerade alles versaut, ja. Hier kann man nirgendwo was machen. Oh!
Moment mal, was ist denn das? Er wollte mich fressen, der Hund wollte mich fressen. Wow. Wow, ey. Hier, ey. Wer ist denn das da? Ich habe Angst vor Gespenstern, das sieht zwar drollig aus, aber ich habe trotzdem Angst, du nicht? Was macht der denn da? Das hat sich jetzt nicht gelohnt, überhaupt gar nicht. Das war jetzt voll die Zeitverschwendung. Was ich halt machen wollte, war, mit dem Küken Fragmente zu vereinen, aber da muss ich von der anderen Seite mich verkleinern, nämlich hier. Da war dieser verdammte Gehweg im Weg. Ja, die will nochmal, komm hier. Oh, das haben wir. Carmilla. Oh, Mann. Ah, hier hatten wir schon mal so eine... Wie nennt man das? Brunnen? Naja, Brunnen ist es nicht unbedingt, oder? Na, vielleicht doch. Da haben wir die andere Seite schon mal entleert und jetzt haben wir das da auch freigeschaltet. Sehr gut. Wie so oft. Nochmal hier vielleicht jemand. Das Café ist immer reich an Leuten, die vielleicht was machen. Nö. Okay. Dann machen wir jetzt eben hier weiter. Die alte Frau wollte mich nicht gehen lassen. Bleib doch noch, mein Kind. Du siehst mich zwar nicht, aber egal. So, hier. Küken. Ich hoffe, du hast das Passende. Ah, Mensch, Garg. Keine Angst, Würmchen, Garg. Ich picke nicht auf dich herum. Ich erzähle dir was, Garg. Irgendwo in Hyrule gibt es eine große Fee, die dir bei deinen Abenteuern hilft. Sie hilft aber nur nicht aufrichtig, also beantworte ihre Fragen ehrlich. Okay, das kennen wir mit diesen Feen, wo man dann immer was rausbekommt. Meine Güte. Das passiert immer echt häufig in dieser Session, oder? Oh, das ist nochmal im Tirol. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Das ist ungewöhnlich. Das passt perfekt. Dazu sage ich mal noch nichts. Das Zeichen war auf jeden Fall schon mal ein ganz spezielles. Ja, jetzt will ich aber nicht mehr als Kleiner hier rumlatschen. Jetzt habe ich keine Lust mehr als Kleiner rumzulatschen. In der Stadt gibt es immer viel zu tun, das wissen wir ja mittlerweile. Was ich schon gesehen habe, ist, dass Bruna nochmal möchte. Ey, die Leute wollen so viel. Sonst wird dir schlecht, was? Ja, jetzt habe ich keine Grünen mehr. Die Leute in der Stadt haben mir alle grünen Fragmente aus meinen Hosentaschen geleiert. Und wieder im Wald. Also ihr habt's mit dem Chiloria-Wald, oder? Ich glaube, da sind jetzt schon fast mehr Geheimnisse geöffnet worden, als es da Bäume gibt in dem Gebiet. Das ist anders als sonst. Wer bist du denn? Viele Leute bringen die Leihbücher aus der Bücherei nicht mehr zurück. Das ist ein interessanter Hinweis für später wieder mal. Marlon, hallo. Oh, Marlon, du möchtest Fragmente fallen. Marlon, du bist mir einer, ey. Ich bin hier, mein Buch auszuleihen. Ja. Vorerst möchte ich schauen, was es in dieser Höhle gibt. Die können wir ja auch mal betreten, ruhig. Wer hätte gedacht, dass es innerhalb der Stadt Hyrule so einen Ort gibt? Das ist eine Kiste, ja. Rotes Lichtfragment. Immer wie gesagt, auch mal schauen, ob hier keine wundersamen Wände an der Wand sind. Das klingt so blöde. Wundersame Wand an der Wand. Grabe, Link, grabe. Ich glaube, man kann irgendwas machen, dass man schneller graben kann. Und ich weiß auch noch, was es ist, aber das brauchen wir neu durch. Ja, springst du da jetzt auch rein, oder? Die ist schlau! Die ist verdammt nochmal schlau! Die macht erst was, nachdem ich da bin. Ich kann nicht graben, solange das Scheißding da ist. Danke. Oh mein Gott, ist das nervig. Die machen ja noch nicht mal was. Die Gegner, die nerven einfach nur. Ich kann keine Items benutzen. Ey, Wahnsinn. 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 Gut. Weiter im Text. Ich sehe schon wieder eine. So, hier oben weiter gucken. Nope. Aha. Was ist denn da? Aber erstmal. Was hier noch? Ja.
Das ist immer so verdächtig, wenn da so einzelne Löcher sind. Wo komme ich denn hier hin nochmal? Ah! Oh! 430 Rubine. Wo ist die Fledermaus hin verschwunden? Hä? Da war gerade eine Fledermaus. Die ist weg. Wo ist sie hin? Man weiß es nicht. Wir können jetzt diesen Stein da reinrollen lassen, aber das war's auch schon wieder. Das hier ist ein komplexes Rätsel in der Stadt. Wir kommen immer durch verschiedene Eingänge in diesen Bereich und müssen immer von der anderen Seite irgendwas erledigen, bis wir dann schließlich endlich diese Kiste da oben bekommen. Ja. Ziemlich ausgefallen, das Ganze. Jetzt haben wir wenigstens mal den Anfang dafür erledigt. Ich werde mich jetzt nicht da extra verschwinden. Mir gegen die bleibt jetzt am Leben. Nicht, weil ich will, dass sie am Leben bleibt und ich so tierlieb bin. Nein, ich habe keine Lust, dass sie mich wieder auffällt die ganze Zeit. Da grabe ich mir lieber einen Wolf hier. Bäh, 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 bäh. Hier lang. Bäh, bäh, bäh. Und dann nochmal.